Nicht süßste der Gefühle. Genau, schön erstmal weggeballert aus dem Fenster raus. Ach nö, sag jetzt nicht schon der Typ wieder. Versenkt. Gut, erledigt. So, bei voller Gesundheit sind wir auch. Und drücken noch mal 5. So, heute ist wirklich, nee. Da kommt so einer angerottet und meint, dass er noch ein paar Kugeln kriegen kann. Hätte er sich eigentlich eher melden müssen. Aber wir sind natürlich großzügig. Geben ihm gleich noch ein paar ab. Wir sind ja freundlich. Okay, gehen wir raus. So wie es hier aussieht. Das ist entweder dafür gewesen, dass hier so viele gekommen sind. Oder aber, dass gleich wieder ganz viele kommen werden. Ne, die sind auch voll. Mod 3 Raketen W. Hier auf keinen Fall. Ja. Bin ich zwar jetzt nicht so ganz begeistert von, aber das sollte das erstmal gehen. Wir sind extrem viele Medikits und so weiter. Das heißt, es gibt auch Leute, die haben sich deutlich dämlich angestellt als ich. Die haben sicherlich schneller den Weg nach draußen gefunden. Das scheint dieser Industriepark zu sein. Oder geht das hier hoch? Okay. So, letzte Überlegung. Ist unsere Waffenauswahl gut aufgestellt? Ja, denke mal, hoffe ich und denke ich mal schon. Das war richtig, dass wir runtergesprungen sind. Ja, scheiße würde ich auf jeden Fall sagen. Vor allem, wenn man mitten ins Magazin läuft. Dein Status ist tot. Mein Status lebt. Was? Was hat er gerade zu uns gesagt? Stirb, du Bastard. Ich glaube, ich habe ihn verhört. Ich glaube, ich habe mich ganz ehrlich ganz stark verhört. Sag mal, den vielleicht die Medikis das hier hinbringen sollen? Ich würde sagen, das ist unser erster Granatenkill gewesen. Double Kill sogar.
Mann, sind wir gut. Ich auch dahinter. Gibt's da Kekse? Ich glaub kaum. Sammelmeier-Anlage liegt gleich davor. Offenbar ist das größte Kontingent feindlicher Truppen in diesem Gebiet. Das ist ja auch schön zu wissen, dass gleich das größte Kontingent da ist. Wir haben es jetzt ja nur. Wie, das ist es dann. So, still hier. Diese abgefragte Zone ist dann der Industriepark. Okay, stillgelegt wird das erklären, aber warum bauen die dann hier mittendrin? So rum, so rum. Checkpoint wird gesichert. Nee, gespeichert. Das darunter wissen wir überhaupt nicht. Gut. Nächstes Mal machen wir es anders. Verstecken wir uns nämlich gleich. Sauber versenkt. Das Rolltor muss ich jetzt hier echt nicht verstehen. Geht mich auch nichts an. Scheint da oben weiter zu gehen. Gucken wir uns noch erstmal hier um. Da geht's nicht rein. Ist auch noch leere. Was sind durch das Tor reingekommen? Um den schönen Truck dann zu versenken, den sie rund schenken können. Wenn wir jetzt das große Stück fahren können. Einfach von einem Abschnitt. Gut. Hier war das Hotel. Gerade die vielen Zimmer. Nun, gut. Wollen wir mal hier runter. So. Damit kommen wir nur noch per Latten zurück. Kommt doch zum Beispiel einfach mal mich besuchen. Genau, schön in die Eier geschossen. Daneben kannst du eigentlich auch gleich mit wegschießen. Sauber runtergeschossen. Das Nachladen ist auch lustig geschaltet. Weiß nicht. Aber da wurde ich die dran. Und unser letzter Speicherpunkt. Dann werden wir jetzt hier nicht 500 Gesundheit abgezogen kriegen.
Ja, ich weiß, ich bin sehr sparsam mit meinen Waffen. Die muss man sich selber verwenden. Leiter. Naja, dann werde ich was normal laden. Ganz so zufrieden bin ich dann doch noch nicht mit dem, was ich gemacht habe. Ich das noch mal? Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Und Huse scheint das nochmal zu machen. Ja, jo, jetzt noch nicht. Ja, genau da drüben war das. Jetzt sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus. Kommt es aber gerade eben noch später. So sieht immer noch besser aus, hoffe ich jedenfalls. Hey, so haben wir aber nicht gewettet, Kollegen. Nee, so wird das einfach nichts. Du musst schon stehen bleiben. Ja, das war der uns gerade von der Seite angeschossen hat. Vielleicht liegen da oben. Naja, okay. Halbwegs okay. Halbwegs aber auch nur. Das hätte ich schon besser gesehen. Weitergehen, aber auch nach oben, nicht halber auch. Das ist eine schwere Entscheidung. Das andere aber auch nicht. Schließlich neue Waffen haben. Nochmal. Relativ gut durch. Drei Magazinen, die Pommes sind Pommes im Beschuss. Jetzt muss ich jetzt wieder mal im Keller. Machen wir schon oft genug. Gehen erstmal oben lang.
eine Pistole auf dem Schreibtisch rum.